Tarok, da bin ich wieder, Biganox Barbecue. Leute, heute muss mal schnell gehen, denn Steffi und ich, wir haben Kohldampf und deswegen machen wir uns so ein richtig leckeres Barbecue-Chicken-Sandwich. Ganz schnell, ganz einfach, super lecker. Und wenn ihr Bock drauf habt, bleibt da einfach dran. Ja Leute, manchmal wird es halt später, als man denkt. Jetzt ist nämlich schon spät und jetzt hat man auch nicht mehr so die Zeit, hier jetzt noch ein, zwei Stunden zu grillen, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Deswegen haben wir gesagt, heute muss mal eine schnelle Nummer her. Und wir machen uns ein ganz einfaches Barbecue Chicken Sandwich. Wieder, wie ihr das kennt von mir, mit wenigen Zutaten, super schnell gemacht und Leute, einfach nur zum Hinknien. Ihr seht ja, was ich hier habe. Ich habe hier eigentlich so gut wie gar nichts. Ich erzähle euch mal, was ich habe. Also einmal für ein Sandwich braucht man geiles Brot. Wir holen die hier ganz normal im Supermarkt. Die sind so ganz soft und die grillen wir natürlich gleich auch noch an. Ich benutze heute übrigens die neue Plancha von Bernhard, die für den Earl passt. Gibt es auch für die Fred-Serie. Ist natürlich für sowas auch perfekt. Ne? Ja, dann haben wir hier Hähnchenbrust. Einfach so schon in Würfel geschnitten. Das würze ich gleich nur mit Salz, Pfeffer habe ich hier. Dann nehme ich von Don Markus heute mal den Roasted Garlic Maple Leaf, so heißt er. Ne, ohne Leaf. der hat so einen ganz schönen kleinen Knoblauchgeschmack noch. Bisschen Knoblauchpulver dabei, Salz, Pfeffer. Olivenöl, einen ordentlichen Schuss Olivenöl hier noch ans Fleisch dran. Und dann ist das Fleisch auch schon gewürzt. Dann haue ich noch ein paar Zwiebeln auf die Plancha. Ja, dann wenn das Fleisch so einigermaßen angebraten ist, haue ich noch was von der Barbecue-Soße drauf, die wir letzte Woche gemacht haben. Ich weiß nicht, habt ihr letzte Woche das Video gesehen? Wenn nicht, hier verlinke ich euch nochmal. Ne? Sehr, sehr geile, leckere, auch super einfache Barbecue-Soße. Unbedingt mal nachmachen. Kommt auch direkt mit auf die Plancha, dass das so eine richtig schöne, schlotzige Sache wird. Steffi wollte hier noch so ein bisschen Salat. Kann man sich auch schenken, braucht man nicht. Und was hinterher unbedingt noch drauf muss, ist jetzt auch richtig schön günstigen Schmelzkäse. Hier habe ich jetzt so Burgerscheiben. Bitte? So günstig, so günstig waren die gar nicht. Nein. Aber die haben ja immer so einen scheiß Ruf. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde die auf Toast oder wenn du so irgendwo was drüber machst. So oder hier gleich übers Fleisch. Das schmeckt einfach geil. Und das muss auch mal sein. Muss nicht immer ein Cheddar sein. Also geht auch mal mit sowas. Vor allem schmeckt die auch richtig geil. Und deswegen, heute wird nicht lang gelabert. Das Video heute wird, glaube ich, auch kürzer, weil das geht relativ schnell alles. Wir würzen jetzt hier das Fleisch, braten das alles ein bisschen an. Dem Brot gebe ich da auch ein bisschen Crunch. Da mache ich einfach hier ein bisschen Olivenöl rein und werde das auch einmal so richtig schön auf der Plancha anknuspern. Dann kommt da alles rein und dann wird gegessen. Also kommt ran, wir legen los. Still alive.
Ja, Leute, was eine geile Sache. Also, habt ihr die jetzt schon aus der Nähe gesehen? Wenn nicht, kommt nochmal ran. Ja, und wirklich, das perfekte schnelle Ding, ne? Also Fleisch mega lecker. Ich habe gerade schon mal so von der Plansche ein Stück probiert, mega geil. Und alles insgesamt unter 20 Minuten. Ich sag mal, schnippeln hier, Fleisch klein schnippeln, ungefähr 10 Minuten. Okay, sagen wir mal eine halbe Stunde. 10 Minuten Grill aufheizen, weil die Plansche muss natürlich heiß sein. Und dann, also wir hatten ja vielleicht 5, 6, 7 Minuten gegrillt hier, also da drauf. Höchstens, ja, sag insgesamt 10 Minuten gegrillt. Insgesamt 10 Minuten gegrillt. Während des Vorheizens kannst du aber schnibbeln, Schatz. Genau, während des Vorheizens kannst du schnibbeln. Also 20 Minuten ist das Ding dann fertig. Und mega geil. Ich will da jetzt so reinbeißen. Willst du dir da jetzt echt noch Salat drauf werfen? Ich probiere es erst einmal so und werf mir dann Salat drauf. Okay, alles klar. Ja, dann hol dir mal deinen hier ab. Ich glaube, deiner war, du wolltest den vorderen hier? Ja, weiß ich nicht mehr. Du hast die durcheinander gebracht. Du wolltest den, der eine ist ja das Fleisch von innen ein bisschen schwarz, schwärzlich geworden. Röstaromen. Also für mich alles gut auf dem Burgerbrot. So, jetzt probieren wir mal. Alter, ist das ein Sandwich? Mega. Genau so muss ein Sandwich sein. Das Fleisch habe ich nur kurz angebraten, weil es ja auch während der ganzen Zeit, wo der Käse drüber ist, wo du mit den Zwiebeln machst, wo du die Barbecue-Soße dazu machst, dann, wenn du die Barbecue-Soße dazu machst, dämpft es ja auch noch so ein bisschen. Das ist also ratzfatz durch. Boah, ist das geil, ey. Und halt. Und der Käse, ne? Boah, der ist wirklich gut. Komm. Also, Leute. Wirklich, also das ist ja jetzt keine Grillkunst. Mega schnell gemacht. Eine richtig leckere Sache. Wir machen uns jetzt, also von einem werde ich nicht satt. Wir machen uns jetzt noch einen. Und dann kann ich glücklich schlafen gehen. Also Leute, wir sehen uns in den nächsten Videos. Ich baller mir den jetzt erstmal hier weg. Boah, ist ja lecker. Der Käse muss, ne? Mhm. Ja. Steffi und ich, wir haben Kohldampf, deswegen manchmal hat man einfach keinen Bock so lange zu grillen und deswegen, der muss einfach noch, du mit dem Salat, du verdaust das ganze Ding. Nein, lass mich in Ruhe. Also ich brauche da keinen. Ja, so sage ich ja auch nichts. Ja komm, mach hier, ich mach ab Ende. Warte. Ja, wird das heute noch? Ja, dafür sieht meiner jetzt viel schöner aus als deiner. Nee, ich finde meinen schöner. Also Leute. Ist was runtergefallen? Ein Stück Fleisch. Das mit denen in Ordnung. Passt da mal ein bisschen besser drauf auf. Aber da kann der Prinz haben, weil so scharf ist es gar nicht, ne? Nee. Aber. War geil. Prinzi? Guck mal. Ich wollte gerade hier mein Brot dachte, oh, an der einen Stelle ist wirklich ein bisschen schwatt, ne? Das muss genauso sein. Ey, wirklich ohne Scheiße, das schmeckst du nicht. Also ist nicht. Ich glaube, ich habe es genau in dem Moment, wo es verkohlt schmeckt, runtergenommen. Irgendwie verstehe ich anders als vorher. Warte. Okay. Ich war ein bisschen jetzt auf dich. Das ging jetzt wirklich flott, ne? Ja. Da war aber jetzt wirklich 5 Minuten grillen, 5 Minuten vorbereiten, oder? Du darfst aber nicht vergessen, dass du geschnibbelt hast. Genau, für dich war das jetzt hier nur 10 Minuten Arbeit. Aber ich habe vorher in der Küche ja noch das ganze Fleisch geschnibbelt. Ja, okay. Ne, gut, Gemüse hättest du nicht gebraucht, ja, ne, und Zwiebeln. Ja. Aber gut, wenn du nur das und das, sind es auch nochmal 10, also unter einer halben Stunde. 20 Minuten ungefähr Arbeit und dafür hast du was echt Geiles, ne?